Das hier ist unsere Ancona Air. Aufblaszelt, geeignet für Autobusse, Anschlusshöhe bis zu 2,10 Meter. Wie gesagt, aufblasbar, macht man zwei große Luftkanäle und an die Innenseite sind drei Stabilisationstubes, werden mitgeliefert. Ich werde Ihnen das später mal zeigen. Das Zelt ist ganz einfach am Autobus zu montieren. Man hat da auf drei Weise geht das. Entweder mit einem Keder durch die Schiene, mit einer Dachstange, die ist auch inklusiv im Lieferumfang, so mit Saugnäpfen auf dem Dach oder mit Kletzverband an der Railing vom Dach. Das Ganze ist mit einem Reißverschluss abzunehmen, wobei man einfach wegfahren kann und das Zelt stehen lassen kann und alle Sachen drin stehen lassen kann. Ich werde Ihnen die Innenseite zeigen. Eine große Tür, ein festgenähtes Boden, damit man auch geschützt ist, sind für Schmutz und Wasser. Die Hinterwand ist völlig verschließbar und auf beiden Seiten kann man das öffnen, damit man einfach auch im Autobus einsteigen kann. Wie gesagt, das sind große Airtubes und das Zelt wird geliefert inklusive drei Stabilisationstubes, damit er ganz stabil steht, auch wenn das Auto nicht mehr da ist, wenn das nur ein freistehendes Zelt ist. Das Zelt hat große Fenster mit Abdeckung, klar. Was wichtig ist, ist, dass im ganzen Vorteil herausnehmbar ist, der ein kleines Sonnendach hat. Auf die linke Seite hat man auch noch ein Fenster mit Mückengase, alles abschließbar. Und auf die rechte Seite hat man eigentlich eine ganz große Tür, die man offen machen kann. Und dann kann man das abspannen wie ein kleines Vordach. Und da kann man auch ganz schön geschützt darunter sitzen. Und damit hat man ein ganz schönes Schutzplatz gegen die Sonne. Der Ancona Air. Einfaches Zelt, schnell aufzubauen, stabil, praktisch und ein super Zelt für ein, zwei Tage am Meer oder am See.